ist das traditionelle Henne-Ei-Problem. Ist die Infrastruktur nicht da? Kann ich kein Wasserstoffauto betreiben? Ist kein Wasserstoffauto da? Ist es wirtschaftlich uninteressant, eine Wasserstofftankstelle zu bauen? Daher ist es, glaube ich, schon wichtig, die jetzige Infrastruktur mitzunehmen, weiterzuentwickeln und auf dieser Basis aufzusetzen. Im Kern geht es bei der Erfindung darum, dass basierend auf CO2 und Wasserstoff ein Methanol-Syntheseverfahren entwickelt wurde, das speziell auf die Bedürfnisse von erneuerbaren Energien zugeschnitten ist. Aus diesem Grund bietet Methanol eben eine große Möglichkeit, um CO2 einzusparen, ohne die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen einzuschränken. Unsere Forschungsfrage war daher eigentlich gewesen, kann man die Kette von elektrischem Strom über Wasserstoff verlängern, um zum Schluss zu einem Treibstoff zu kommen, zu einem Kraftstoff zu kommen, der in die heutige Infrastruktur reinpasst. Wir haben den Begriff dann E-Fuel geprägt. Das E im Namen steht für Elektrizität, das heißt, es basiert auf erneuerbarer Elektrizität aus Photovoltaik und Windenergie. Und Fuel bezeichnet einen Kraftstoff, der in die heutige Infrastruktur reinpasst. Mit der Elektrolyse wird Wasserstoff hergestellt. Der Wasserstoff wird dann mit CO2 zu Methanol umgesetzt. Bisher erfolgt die Methanol-Synthese in der chemischen Industrie in riesigen Anlagen, die rund um die Uhr betrieben werden, um die Kosten zu minimieren. Da fluktuierende erneuerbare Energie nicht kontinuierlich zur Verfügung steht, brauchen wir nun ein dynamisch betreibbares Verfahren. Die Elektrolyse kann Fluktuationen problemlos folgen und somit den Wasserstoff fluktuierend herstellen. Das heißt, wenn man so will, wir haben ein Methanolverfahren entwickelt, was besonders gut mit erneuerbarer Energie funktioniert. Also grundsätzlich ist es so, dass Firmen und akademische Einrichtungen immer gut zusammenarbeiten können, wenn die akademische Einrichtung eine Methode über viele Jahre entwickelt hat und die Firma ein Problem hat, was zu dieser Methode passt. Und genau so sind wir zusammengekommen. In der Bewertung der verschiedenen Kraftstoffoptionen, die es gibt, haben wir die Universität gleich mit einbezogen, um wirklich einen Outside-In-Blick auch auf die Sache zu haben. Also wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie man dynamisch chemische Reaktionen und auch chemische Reaktoren beschäftigen kann. Und die Firma Siemens hatte jetzt über diesen speziellen Fall Methanol aus erneuerbarer Energie, wenn Sie so wollen, das perfekte Problem für unsere Methode. Siemens. Ingenuity for life.